is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Überall Schwierigkeiten. Sucht den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zornes des Herrn. Es bietet sich kein traurigeres Schauspiel, als wenn die Menschen, die durch das Blut Christi erkauft worden sind, die Botschaften, die ihnen im Evangelium so gnädiglich gesandt wurden, ins Lächerliche ziehen und die Gottheit Christi leugnen und sich dabei auf ihren beschränkten Verstand verlassen und auf Argumente, denen jede Grundlage fehlt. Wenn sie durch Leiden geprüft werden, wenn sie den Tod ins Auge schauen müssen, werden all diese Trugschlüsse, an die sie sich gehängt haben, wie Raureif im Sonnenschein dahinschmelzen. Wie schrecklich ist es, am Sarg eines Menschen zu stehen, der die Rufe der göttlichen Gnade zurückgewiesen hat. Wie furchtbar sagen zu müssen, hier ist ein verlorenes Leben. Hier ist einer, der das höchste Ziel und unsterbliches Leben hätte bekommen können. Doch er hat sein Leben Satan übergeben, wurde in leeren menschlichen Philosophien gefangen und ein Spielzeug des Bösen. Die Hoffnung des Christen ist ein Anker für die Seele, zuverlässig und fest. Gibt Zugang zu dem, was hinter dem Vorhang ist, wo Christus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Jeder Einzelne muss sich persönlich auf die großen Ereignisse, die uns bevorstehen, vorbereiten. Die Jugendlichen sollten Gott noch ernsthafter suchen. Der Sturm zieht auf und wir müssen uns auf sein Wüten vorbereiten, indem wir Gott gegenüber eine reumütige Gesinnung haben und unserem Herrn Jesus Christus vertrauen. Der Herr wird sich aufmachen, um die Erde schrecklich zu erschüttern. Wir werden überall Not und Trübsal sehen. Tausende von Schiffen werden in die Tiefe des Meeres gewirbelt werden. Ganze Flotten werden untergehen. Menschenleben werden zu Millionen geopfert. Unerwartete Feuersbrünste werden ausbrechen und durch keine menschliche Anstrengung gelöscht werden können. Die Paläste der Erde werden in den Tosen der Flammen weggewischt werden. Eisenbahnunglücke werden immer häufiger werden. Auf den großen Reiserouten wird es ohne Vorwarnung zu Durcheinander, zu Zusammenstößen und zum Tod ohne Warnung kommen. Das Ende ist nahe. Die Gnadenzeit geht zu Ende. Ach, lasst uns Gott suchen, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Prophet sagt, suche den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suche Gerechtigkeit, suche Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zorns des Herrn. The Lord is coming. Are you ready?